Hallo und herzlich willkommen zur, ich habe keine Ahnung, welche Folge wir haben. 246? Ich glaube, es ist die 246. So, folgendes. Habe ich nochmal gelesen und das Ritual funktioniert wirklich nur so. Das ist doof. Das heißt, wir müssen praktisch in dem Ritual drinne stehen, wenn wir irgendein Rezept haben wollen und das Ding füllen wollen. Was für mich bedeutet, dieses Ritual ist sinnlos. Ich hatte gedacht, das ist wirklich so eine schöne Alternative, aber nö. Geht nicht. Das heißt, wir werden hier unten so mal was mit Cursed Earth. Ihr wisst schon, bauen. Das heißt, wir ruppen das hier weg. Das Ritual dürfte ja dann theoretisch sofort aufhören. So. Und uns jetzt keinen Schaden mehr zufügen. Ja. Es ist halt ein bisschen nervig, wenn man sich wirklich das so überlegt hat, Mensch, kannst du mal endlich das automatisieren, was du noch nie geschafft hast. Aber ja, dann sagt Blood Magic, nö, so funktioniere ich nicht. Also so will ich nicht, dass es funktioniert. Es wäre doch so cool gewesen. Warum muss ich in der Nähe sein? Das finde ich echt doof. Ich meine, alle anderen Rituale können auch aus dem Soul Network, wenn sie chunk-loaded sind, arbeiten. Aber nein, das Ding braucht dich in der Nähe. Das ist bescheuert. Ich weiß nicht. Ich mache einen Magnet an. Ich habe ein bisschen Angst, dass es hier irgendwie alles wegflattert. Ja, es ist. Weiß nicht. Ich hab mir wesentlich mehr erhofft jetzt. Bin echt ein bisschen sehr enttäuscht. Naja, gut. Egal, dann müssen wir es halt wirklich so machen, dass wir einen Drill of the Death basteln. Was haben wir noch was? Und dann halt nochmal hier einen zweiten Mob-Spawner bauen, wo wir aber alles dann praktisch voiden werden. An Items da unten. Das heißt, wir ballern die ganzen Items auch mit hier in die Kiste rein, denke ich. Ja, auch in so eine Ender-Chest rein. Das heißt, wir haben praktisch nochmal eine komplett orange Ender-Chest. Davon haben wir ja, glaube ich, noch eine. Die kommt dann hier runter und dann ist vorbei. Naja, gut. Das ist halt wirklich schade. So viel da überlegt. Na gut. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Drill of the Death aufgebaut war von... Aufbau... So, mal ganz kurz hier schon mal durchswitchen. Drill of Death. 36 Runen, das ist jetzt nicht ganz so viel. Dann sparen wir sogar noch Runen. Also ich weiß wirklich nicht, ich glaube, das Ding wird wahrscheinlich sehr schnell arbeiten können, weil wir hat natürlich hier diese hohe Dislocation-Rate und so weiter. Aber trotzdem, theoretisch die Dislocation-Runes brauchen wir ja dann nicht mehr. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Capacity-Runes. Ich weiß jetzt nicht, wie man die macht. Das heißt, wir müssen das Ding einfach mit einer extrem hohen Capacity ausstatten und Sacrifice Rune. Das ist im Endeffekt alles. Das heißt, Augmented Superior... Okay, also wir brauchen im Endeffekt den Mute Slate. Das ist schon mal nicht ganz so toll. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall ohne Speed Rune arbeiten, weil sonst kriegen wir ein Problem. Sacrifice Runes können wir machen. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, naja, wir werden mal gucken müssen. Wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ritual aufgebaut ist. Das ist schon Ewigkeiten nicht mehr gebaut. Also, was heißt Ewigkeiten? Seit... Weiß nicht. Hier nach oben, ne? Ich glaube, ich weiß in etwa, wie es wieder ging. Das war doch hier dann hier so eine Art Dreieck, was dann da entstanden ist, oder? Ich glaube. Okay, kommen wir dann zurück. Ich gucke mir das nochmal zu Hause an. Also was heißt zu Hause in der Base? So, okay.
doof. Huch, falsch da. Ich weiß nicht, ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht davon. Hatten wir hier... Moment, so ein... Wir könnten das hier mal durch einen Ethereal Glas setzen, durch das wir durchlaufen können. Das wäre vielleicht irgendwann mal eine Maßnahme. So, okay, das Ritual ist relativ groß. Ach nee! Okay, also es würde genau passen. Trotzdem. Weil es genau dazwischen liegt. Das heißt, wenn wir hier 1, 2, 3 freilassen drunter. Also praktisch ab dem Ding 2, ab dem Kreis hier. Dann sollte es passen. Machen wir das doch so. Ich muss hier nochmal wenigstens. Ne? Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ordnung muss sein. Hausmeister Krause. So. Okay. Das kann weg. Das kann weg. Schüssel brauchen wir erstmal nicht. Der Rest können wir. Ich will gerade mal noch irgendwas brauchen. Eigentlich nicht erstmal. Ja, es ist halt ein bisschen schade, dass wir jetzt das komplette Ding nochmal umstrukturieren müssen. Aber, na gut. So, 1, 2, das heißt, es kommt hier drunter. So. So, das heißt, wir brauchen praktisch hier in der Mitte dann nochmal die Löcher. Hier muss weg. Hier muss weg. Hier muss weg. Und hier muss weg. Okay. Bäh. Hallo. So. Gut. Drill of the Death ist fertig. Ich mach mal hier so, dass ich hier nicht irgendwie so den Items droppe. Ich überlege gerade die ganze Zeit, gibt's. Ne, wir kriegen es nicht hin, dass wir Mobs spawnen, die keine Items droppen, ne? Egal. So, ich hoffe mal, die Cursed Earth hatte die Regeln von der Magnum Torch außer Kraft gesetzt? Ich glaube nicht, ne? Ich meine, Spawner ist ja immer noch was anderes. Wir haben ja bisher nur Spawner benutzt. Wir werden sehen, ob was spawnt. Gut, dann. Machen wir das Ding mal einfach hier in den Cobblestone-Kasten drum. Auch wenn es nicht schön ist, aber. Naja. Dann kann ich alles haben. Wo ist denn hier, wenn wir dann eine Ecke wollen? Das wäre hier. So, das heißt, wir basteln hier irgendwie so einen Kasten. Das reicht ja schon. Und hier rum. Und praktisch den Boden ersetzen wir dann. 4, 5. Und dann müssen wir jetzt hier hoch. So. Ein bisschen Kuppelstern haben wir noch. 1, 2. Kuppelstern. Einmal hier lang. So. Und dann. Ah, verdammt. So, 1, 2, 3, dann einmal wieder das hier, das ist eine so wundervolle Arbeit. Und go. Okay, Kasten haben wir, hier unten ist erstmal dann durch Cursed Earth. Dann können wir eigentlich mal, so, ich weiß es reicht nicht, aber egal. Na, hier findet man aber ab und zu ein. Verdammt. Jetzt reicht das genau wegen einem, glaube ich, nicht, ne? Ja, na gut, machen wir schon später mal. So. Kurz am Nacken kratzen. Ach Gott, was ist denn da gerade los? Feiern der Flöhe gerade Party oder. Ah. Oh nein, jetzt geht's den Rücken runter. Ah, die fliehen. So. Wie machen wir das jetzt am. Dümmsten. Ich bin gerade überlegen, wir haben doch da Glas. Wenn wir.
Was geht da? Wo geht das lang? Ja. Hier kommt ja diese Linie noch hin. Hier ist ja die nächste Schicht, die hier einmal lang geht. Okay, dann kriegen wir es nicht hin. Verdammt! Hat jetzt überlegt, ob wir praktisch mit Dark Glass uns hier ein Fenster machen. Sie von hier oben schön nach runter gucken können und die Mobs beim Stäben beobachten. Aber daraus wird wohl leider nichts. Schade. Es sei denn. Wir lassen es hier so ein bisschen blockig. Machen vielleicht nur eine Treppe oder so. Ach nee, das Problem ist ja eh, hier ist Ritual vor. Gut, hat sie erledigt. Ich kann es höchstens hier in die Ecken bauen. Ist doof. Mann, ich wollte jetzt so eine schöne Kuckluke reinbauen. Jetzt haben wir es so doof gemacht, egal. Bauen wir es hier in die Seite irgendwie rein. Ich will halt gerne ein bisschen gucken können, ob da drinnen was spawnt oder nicht. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass wir das Ding hier niemals ausschalten können. Außer wir ersetzen da unten die ganze Cursed Earth. Ich entschuldige mich auch, sollte ich vielleicht ein bisschen bei Cursed Earth lispeln. Das muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, wer meine Videos von vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so noch geguckt hat. Da habe ich noch irre gelispelt. An manchen Stellen. Das war schlimm. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Und dann in den Videos habe ich das immer wieder extremst gemerkt. Das ist mittlerweile wesentlich besser geworden. Es zieht sich zwar immer noch ein bisschen das S, aber es ist besser geworden. Keine Ahnung. Viel reden hilft anscheinend. So, warte mal. Das können wir schon mal anmachen. Jetzt habe ich da... So. Also, Killvorgang ist da. Haben wir eigentlich noch Cursed? Busy. Dann nehmen wir einfach mal so, keine Ahnung, 25 Stück. Gras. Das war ein bisschen zu viel Gras. Wo ist... Achso. Ich habe das ja hier drin. So. Haben wir hier irgendwo Zugriff auf so ein Kirschteil hier vielleicht? Ja. Nein, ich will gerne. Danke. Wunderbar. So, dann möchte ich gerne hier eins an die Ecke haben. Ja, im Endeffekt ist scheißegal. So. Und dann ins Gras. Also. Nein. Da. Okay. Schon was gespawnt? Ja, es spawnt trotzdem was. Wunderbar. Okay. Meine Bedenken waren also für umsonst. Yay. So. Und wir können es fällen. So, das dürfte sich ja dann ausbreiten. Ohne Problem. Wir können es ja mal ganz kurz beschleunigen. Geh mal her. Lal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 a. Übrigens, mit einer Reinforced Watering Can kann man die Cursed Earth auch dazu bringen, dass sie schneller spawnt. Also wenn ich jetzt hier praktisch sowas mache, ich halt hier unten, dann spawnen wesentlich mehr Mobs. Wollte ich schon mal gesagt haben. Okay, also entweder die Reichweite von der Magnum Torch ist hier zu Ende oder es funktioniert wirklich. Eins von beiden ist mir auch egal. Okay, das heißt, wir generieren Blut. Das Ding ist schon voll. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen jetzt Sacrifice Rune. Sacrifice Rune. Wie viel Reinforced Slays haben wir denn? 50.
Haben wir theoretisch gar keine Capacity. Was fehlt denn jetzt? Stone. Wenn wir genügend davon machen, dann brauchen wir auf jeden Fall keine Capacity. Wo ist es? Nein. Stone. Nein. Nein. Da. So. Geben wir mal gleich ein bisschen mehr in Auftrag. Das dürfte hoffentlich schneller gehen. So. Kriegen wir ein bisschen was? 26. Okay. Ups. Nein. Nein. So. Du warst weg. Und das geht ja dann hier lang. Ich weiß jetzt halt nicht, wie groß das war. Also wie der nächste Tier aufgebaut ist. Was ich auslassen konnte und was nicht. Nein, es fehlt zwei. Das ist nicht wahr. Okay, Moment. Ich gucke lieber nach, bevor ich jetzt irgendwas mache und wir dann zu viel haben, gucke ich lieber nochmal nach. Huh. Wir haben... Okay, hatte ich doch... oder? Ja, genau. Bis zu den Säulen. Dann haben wir einen frei, dann haben wir eine Säule mit einer... Okay. Haben wir noch? March Bloodstone. Wunderbar. Okay, dann nehmen wir gleich mal hier Stone. Ups. Hallo? Nein, das T wieder nicht. Okay, Mensch. Stone. Was ist denn hier nochmal eingestellt? Reinforced Slates. Ein Stack. Ups. Ja, stimmt, wir haben ja jetzt ein bisschen Blut verbraucht bei der Aktivierung vom Ritual. Wie viel haben wir noch? Ja, trotzdem noch mehr. Als genug. Hab ich es wieder reingepackt? Ja, okay. Damit es dann automatisch wieder reingeht, wenigstens. Okay. Falsch. Da muss ich hin. Okay. Dann haben wir das schon mal richtig gebaut. Das ist schon mal gut zu wissen. Die Reinforced Watering Can kann schon mal hier wieder rein. Das Ding hat immer noch Strom. Also. So, der Altar ist auch voll. Das heißt, wir brauchen wirklich noch zwei... ups. Runen. Haben wir noch welche? Irgendwelche? Nein. Inimemente. Self-Sacrifice brauchen wir nicht. Machen wir Speed. Ach, da brauchen wir normale Runes für. Machen wir jetzt mal zwei Speed-Runes. Dann batzt das. Ugh. So. Ups. Wollten wir ja immer machen. Bietet sich's an. So. Okay, dann nehmen wir erstmal wieder Cobblestone. Wie immer. In solchen Testdingern. Also, im ersten Rohbau. Keine Ahnung. So, das soll das nächste Tier sein. Ist denn mein... Packe ich das... immer wieder weg. Tier 4, okay. Trotzdem würde ich sagen, wir brauchen noch ein paar Capacity. Ein paar wäre nicht schlecht. Die Dislocation brauchen wir ja jetzt hier überhaupt nicht. Was ja im Endeffekt toll ist. Super, ich freue mich. Weil die sind ja nicht gerade billig. Also. Entweder wir machen einen Haufen Sacrifice. Oder wir machen noch Capacity. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Capacity. Capacity. Superior Capacity war eine Demonic Slate mit rein. Demonic Slate war Tier 4. Okay, aber da brauchen wir schon 15.000. Ich meine, es sollte machbar sein. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das Ding sich im Endeffekt füllt. Jetzt mal hier einfach, wir können ja mal ein bisschen testen. So. Wir lassen das Ding jetzt einfach mal bis zum Ende durchlaufen. Ups. Okay, es sind so ungefähr 500, die wir kriegen. Okay, erste ist fertig. Weil ich trotzdem sagen würde... Ich wollte das ein bisschen anders hinsetzen hier.
Also zum einen möchte ich gerne trotzdem noch mehr Speed haben. Und zum anderen brauchen wir... Also die höheren Tiers verlangen ja eh mehr Blut pro Tick. Bisher geht's. Ich meine, es füllt sich aber trotzdem, würde ich ein bisschen Capacity trotzdem noch drauflegen, dass wir vielleicht auf 20.000, 30.000 kommen. Einfach nur, um noch ein bisschen was zu haben. Und den Rest füllen wir dann mit Sacrifice Rune auf. Das sollte eigentlich ja wirklich dann reichen, hoffe ich. Wenn wir dann auch wieder so machen, dass wir dann immer nur ein Item pro Dingens drin haben, pro Iteration, dann geht das schon. Das heißt, ich verschiebe mich auf Base. Wir brauchen mehr Sacrifice Room. Slates. Das Deck ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Noch nicht mal annähernd. Okay, das ist was. Das ist jetzt einfach ganz schnell. Sollte ja eigentlich hoffentlich reichen. Ich will mal ganz kurz hier Sigil of Sight. Machen wir die jetzt nämlich alle auf einmal. Ich sehe das jetzt langsam nicht mehr ein. Das werden wir dann übrigens auch beim Autocrafting vielleicht so machen. Dass wir wirklich einen kompletten Stack reinballern. Ich weiß gar nicht, braucht das dann trotzdem die gleiche Zeit insgesamt oder trotzdem weniger? Wie viel Sacrifice Rune haben wir hier? Zwei komplette Tiers voll. Das heißt, das Ding hat auf jeden Fall mehr Sacrifice-Qualitäten als das andere Ding. Obwohl, warte mal, wenn ich jetzt mal überlege. Wir kriegen ja im Endeffekt. Lass uns mal 8 Speed Runes machen. So. Dann haben wir immer noch Platz für 8 Superior Capacity. Das ist ja nur Augmented. Wenn wir da Superior, also die Dinge hinpacken, dürfen wir ein bisschen ansteigen, oder? Ein bisschen Möglichkeiten haben. Ich denke, das ist gut. Stone. Dauert wieder Jahre. Okay. Das heißt, wir brauchen Superior Capacity. Dafür brauchen wir Demonic Slates. 8 Stück habe ich gesagt. Das heißt, wir brauchen 8 davon. Das heißt, wir brauchen 8 Imbued Slate. Mehr brauchen wir gar nicht. Brauchen nur 8 Imbued Slate. Ich mal ganz kurz gucken. Wir reizen jetzt mal einfach das Ding hier drüben aus. Das heißt, wir machen jetzt noch ein paar mehr Speed Runes, sodass wir 8 haben. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann ballern wir das einmal dahin. So. Wie gesagt, die Dislocation kommen ja dann weg. Dann packen wir ein Ring. Wir können, naja, machen wir dann. Das heißt, das hier komplett Sacrifice. Das hier, na gut, bis auf die äußersten. Sacrifice, Sacrifice. Dann haben wir genauso viele wie in unserem Haupt-ME. Ein Sacrifice Rune. Das könnte lustig werden. Stone. Mal gucken, ob es halt hinterherkommt.
Wenn ich jetzt 8 Speedruns habe. Ich meine, wenn es halbwegs hinterherkommt, können wir ja theoretisch noch ein paar mehr Sacrifice Room. Weniger Sacrifice Room. Ah, hier sieht man schon, hier ist es ganz schön jetzt runtergedroppt. Aber es geht wieder voll, okay. Wir müssen halt unbedingt unten irgendwas machen, was dann das Zeug einsammelt. Ist das nicht ein Ender Collector? Reicht der auf das Ding? Ich hoffe mal, ne? Ender Collector. So. Chest. Orange. So, warte mal. Mitte ist ungefähr hier. Schau mal, kommt hin. Okay. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt noch was. Das reicht nicht für den ganzen Bereich. Vielleicht packen wir doch einen Hopperhawk hin. Mal gucken. Das wird interessant. Ich versuche gerade irgendwie im Kopf mir zu überlegen, ob das ausreichen wird. Vom Speed her, was ich hier überlege. Das müsste aber, ne? Wenn wir jetzt noch... Jetzt werden wir noch mal halb so viele Sacrifice Rune machen. Soll das kein Problem darstellen, oder? Na, jetzt hat es schon ganz schön abgenommen. Naja. Das, ich versuche gerade wirklich die ganze Zeit zu überlegen, ob das so reichen wird. Mein Wenigstens geht schnell. Ach, das war ein Mute, verdammt. Und so. Die muss noch einmal ein wenig köcheln. Weil die Frage ist, was würde passieren, wenn wir jetzt nochmal 4 Speedrunen dazu packen? Und halt da nochmal 8 Augmented Capacity. Ob es dann immer noch reicht, ist die Frage. Weil jetzt nimmt es ja gerade ein bisschen ab hier unten. Ich meine, es ist noch nicht leer gegangen bisher, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Brauchen auf jeden Fall Soundmuffler. Da unten kommen 4 Soundmuffler hin. Damit wir gar nichts hören. So, ist das jetzt hier 4? Wunderbar. Was habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir? 8. Das heißt, ich müsste noch 3 machen. So, die mache ich jetzt offscreen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat trotzdem einigermaßen gefallen. Auch wenn es halt wirklich jetzt nicht so viel war. Ich soll mich eigentlich entschuldigen, wurde mir jetzt schon irgendwie 10 Milliarden Mal gesagt. Wir sind bei 28%. Yay. Wenigstens gibt es ja auf einmal einen Batzen. Okay. Ja. Jedenfalls, ich habe es schon jetzt gesagt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht schaffen wir es dann endlich mal hier die Automatisierung zu bauen. Dann machen wir den Altar fertig. Dann kümmern wir uns um die Automatisierung, dass wir wirklich die... Oh, er war leer. Okay, weil ich nicht da war wahrscheinlich. Da muss ich halt wirklich mal gucken, ob das dann ausreicht, wenn ich nicht da bin, was die Blutgenerierung ist. Egal. Auf Wiedersehen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja.
Tschüss.